Dieser Winterparker ist ein Nachbau der US-Army, nämlich der N3B Schnorchelparker. Wenn du wissen willst, was der kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Viele Leute fragen mich immer in den Kommentaren, Reini, was hast du da für eine Jacke an? Und ich habe das ja schon letztes Jahr angedeutet und auch versprochen, dass ich dazu einen Review mache. Denn ich habe das Teil jetzt ein Jahr im Einsatz, also letzte Saison, wie es kalt war und jetzt beginnend dieser Saison. Und werde natürlich noch weiter testen und bin auch sehr zufrieden damit, denn was ist das überhaupt? Das ist ein Mantel. Ja, das ist ein richtiger Mantel schon mal, ja, der geht da richtig schön über das Pöpöchen drüber, ja, und geht auch nach unten recht weit. Und das hat einen ganz klaren Vorteil, wenn es nämlich kalt ist. Das nächste ist, der Zip ist leider kein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, das heißt, es gibt nur einen Zip. Du kannst das bis ganz nach oben hier zumachen. Das ist auch ein Kinnschutz. Das ist sehr fein. Von hinten hast du dann auch noch einmal einen Schutz, wenn du die Kapuze nicht einsetzt. Und dann eben diese geniale Kapuze. Ich finde das Teil absolut super. Es ist wattiert, natürlich Kunststoff, keine Daune oder so irgendwas. Ich gebe auch den Link natürlich wie immer auf Amazon. Schau dir das ganz einfach an. Und der Punkt dabei ist jetzt der. Wenn es wirklich schön kalt ist, dann ist das das Mittel der Wahl. Ich habe viele Dinge. Ich habe eine Carinthia MiG 3.0. die ich total genial finde, speziell wenn man sich bewegt oder wenn man einen Rucksack trägt und so und überhaupt und sowieso, ist das schön. Aber dieses Teil hier, das kommt dann zum Einsatz, wenn man wieder herumstehen muss und wenn es nicht so notwendig ist, dass man sich bewegt. Und jetzt kommt ein bisschen ein Wind auf, ja, ich spüre das richtig, ich weiß nicht, ob du das auch hören kannst, aber da ist dieses Teil richtig schön warm, wind- und wasserdicht. Natürlich bei Bewegung, ja, wenn du dich wirklich schnell bewegst, fängst du jetzt schwitzen an. Es gibt hier keine Möglichkeiten, so wie bei der MiG, irgendwo aufzumachen. Also du, das ist wie ein Plastiksackel im Endeffekt, dass du fängst den Schwitzen an. Das ist nicht der Einsatzgebiet, sondern wenn es wirklich so richtig schön kalt ist, hält dich dieses Ding warm, verhindert den Windchill und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, die Idee hinter diesem Teil hier gewesen, als es in der US-Armee eigentlich bei der Air Force, also bei der Luftwaffe, eingesetzt wurde. Nämlich überall dort, wo es wirklich so richtig verdammt kalt ist. Und ich weiß nicht, ich meine, ich bin ja nicht von der Armee oder besonders nicht von der US-Armee, aber was ich halt so mitbekommen habe, ist, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde und ja, eigentlich relativ viele Anhänger hatte. Wobei, Schnorchel habe ich am Anfang gesagt, Snorkelparker, einfach aus dem Grund, weil schau mal her, ich mache hier komplett zu und das hier ist sozusagen der Schnorchel, der über Wasser, da wäre die Wasserlinie und das ist das, was übers Wasser, über der Wasserlinie ist, um Luft zu holen und dann nach unten Luft bringt, soll so sein. Was mir extrem taugt, ist, dass hier hinten ein Fellbesatz ist, also Kunstfell natürlich, und das macht das Ganze schön warm. Wenn da nämlich viel Wind drauf geht, wenn es wirklich kalt ist, dann wird auch dieses Material, dieses Polyestermaterial kalt und das ist dann für die Birne, besonders wenn wenig Haare drauf wachsen, unangenehm. Wobei, wenn es ganz kalt ist, haben wir sowieso noch eine Haube, aber das ist fein. Normalerweise ist auch hier ein Besatz mit diesem Kunstfell, das habe ich aber abgenommen, weil das hängt dann da überall rein und ich bin eh bärig genug, ich brauche nicht das auch noch. Also das habe ich runtergenommen. Wenn dir das taugt, kann man das noch einmal tun. Mir bringt das ganz einfach nichts. Und weil es natürlich von der US-Armee entwickelt wurde, hier innen drinnen alles in Orange. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und sagen, ja, ich bin abgestürzt und ich bin nicht in Feindesland oder sowas, sondern ich möchte jetzt gesehen werden. Das heißt, ich setze das Ganze um. Natürlich habe ich jetzt den Fellbesatz hier nicht zur Verfügung, aber ich setze das Ganze um und signalisiere, also ich glaube, ich meine, ich gebe da eine kleine Aussicht über das Reini Rossmann Bushcraft Areal. Hier hinten ist das. Also ich glaube, ich bin da hier oben. Da sehen mich alle. Ja. Hallo! Also das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Dass man dann natürlich auf die unterschiedlichsten Taschen, die ich da gleich zeigen werde, nicht zugreifen kann, das ist klar. Dieses Produkt hier wird von Alpha Industries gefertigt, die ursprünglich auch Hersteller der originalen US Air Force Jacken waren. Die bauen das jetzt für den zivilen Markt und so schaut das ganz einfach aus. Ich zeige dir mal, was es hat. Hier diese Taschen, ja, von oben, dann da zwei große Taschen unten, die man alle zumachen kann. Das sind so kleine Druckknöpfe. Den Steg, damit man den Zip abdecken kann, das funktioniert mit Knöpfe. Also das sind keine Druckknöpfe, sondern ganz normale Knöpfe mit Laschen. Ist auch alles okay. Das Material
macht ein bisschen Geräusche, also nichts für die Tarnung und für Jäger oder so irgendwas, da ist es nicht gedacht, das geht leider nicht. Da gibt es eine kleine Tasche, da passt aber wirklich nicht viel rein, also echt nicht. Da könnte man zwei Kulis einsetzen und ja, das war es im Endeffekt schon. Hier hinten gibt es keine Tasche, weil die Frage auch immer wieder kommt, nein, das ist hier nicht der Fall. Aber was ein bisschen ein Problem bei diesem Teil ist, das ist der Zip. Schau dir den einmal an. Der ist extrem grob. Der ist wirklich extrem grob. Und mit der Zeit spießt er ein bisschen und lässt sich nicht mehr so gut zumachen, auf und zu machen. Da nehme ich Silikonspray und gebe den drauf und mache dann ein bisschen auf und zu. Dadurch gleitet das dann wiederum viel besser. Also das ist eine Möglichkeit, um hier Abhilfe zu schaffen. Der Teil ist hier, die Öffnungen. Ja, die sind besetzt, das heißt, dass da hier hast du einen kleinen Pulswärmer dazu und darüber kommt dann noch einmal die Jacke. Finde ich wirklich sehr praktisch, weil du dadurch natürlich den Vorteil hast, dass du dass hier keine Wärme verloren geht. Was leider nicht der Fall ist, ist, man kann hier unten nicht zumachen. Also ich habe nichts gefunden. Also zum Beispiel bei meiner Mikro oder bei anderen Jacken, die ich habe, habe ich schon einige vorgestellt, ist es ja so, dass man da dann noch einmal zumachen kann, also so einen richtig schönen Sack, ja, das geht hier nicht, wahrscheinlich, weil es auch irgendwie nur so ein ziviler Nachbau ist, ich weiß nicht, ob das Original das hatte, aber soll so sein, und man hat auch hier seitlich keine Taschen noch einmal zur Verfügung, so wie das zum Beispiel bei meiner Federeben Winterjacke der Fall ist, da gebe ich da oben den Link auf dieses Video, wenn ihr das auch interessiert, die dann preislich noch einmal in einer anderen Liga mitspielt, aber auch qualitativ noch höherwertiger ist als das Teil hier. Wie gesagt, ich gebe da unten den Link auf Amazon, schau dir das ganz einfach an, ob das etwas für dich ist. Ich wollte die Jacke vorstellen, weil einfach die Fragen auch immer wieder da waren und ich das Teil auch wirklich klasse finde. Ich muss meinen glatzen Kopf ein bisschen schützen, daher jetzt auch die Haube und natürlich auch billige Eigenwerbung, weil die Haube gibt es natürlich auch bei mir im T-Shirt-Shop. Das ist es. Für wen ist die gedacht? Für jeden, der wirklich draußen ist und bei Kälte und bei Wind und nicht unbedingt mit der Flitzebogen herumläuft, sondern vielleicht ein bisschen steht beim Punschstand oder sowas. Ja, ich weiß nicht, das passt vielleicht jetzt gut dazu. Nein, ich trinke keinen Punsch, ich bin auch nicht am Punschstand, deswegen bei mir nicht. Aber eine tolle Jacke kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn sie dir gefällt. Von der Größe her, weil die Frage auch immer wieder kommt, also es ist so, dass sie wirklich die Größe, die du angibst, auch wirklich ungefähr hat. Ja? Ich habe sie mir etwas zu groß bestellt letztes Jahr, weil ich mir gedacht habe, ich baue darunter noch irgendwelche kleinen Jacken oder so weiter. Aber wenn du dir meine Mitte anschaust, dann ist diese Mitte über das Jahr ein wenig größer geworden. Und dadurch passt sie jetzt wie angegossen und soll so sein. Wie auch immer. Link zu dem Produkt findest du natürlich unten, ganz, ganz klar, wenn du dir das anschauen willst. Wenn du noch Fragen hast, stell sie mir ganz einfach Daumen nach oben oder nach unten, ein paar andere Videos und ein Abo und bis bald, dein René Rossmann und ciao.